Eine schreckliche Warnung von Dr. Ian Malcolm. Vor dem Kapitol toben noch immer Proteste, da viele besorgte Bürger für die Rechte der Dinosaurier kämpfen, während andere... Uns erreichen gerade Nachrichten von Oahus Nordküste. Wir schalten nun zu unserem Außenreporter Bo Kalani. Bo? Nun ja, Rebecca, wir berichten heute über den Surfwettbewerb als plötzlich die Hölle. Bitte, können Sie mir sagen, was passiert ist? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gerade surft dieser Typ noch und dann... Leute sagen, sie hätten ein U-Boot oder einen Wal gesehen, oder... Alter, das war weder ein U-Boot noch ein Wal. Aber was könnte es sonst gewesen sein? Ich surfe hier schon mein ganzes Leben lang. Das war eine Art... Ich weiß nicht. Achtung! Wir räumen die Gegend! Verstanden. Ciao! Niemand scheint eine Erklärung dafür zu haben, was hier passiert. Eine militärische Invasion? Eine genetische Anomalie? Ein... Was? Was? Bo? Wir werden den Geschehnissen auf Oahu so schnell wie möglich nachgehen. Basierend auf dem gezeigten Filmmaterial sowie Dutzenden von Social-Media-Posts von Oahus Nordküste glauben Experten, dass es sich bei dem Objekt in der Welle tatsächlich um einen Mosasaurus handelt. Vor einigen Jahren war der Mosasaurus eine beliebte Attraktion in Jurassic World. Das würde bedeuten, dass diese Kreatur 5000 Meilen von einem angeblich sicheren Ort auf der Isla Nublar gereist ist. Und mit einem Gewicht von 15 Tonnen wird es nicht leicht, sie einzufangen. Unser Team wird in der nächsten Stunde mehr darüber berichten. Ich bin Rebecca Ryan. Mom? Hi, Schatz. Hol deinen Vater ans Telefon. Hey, Babe. Was für eine Geschichte. Naja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Kannst du die Kids bitte vom Internet fernhalten, bis ich zu Hause bin? Natürlich. Bis später.